dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag um 19 Uhr gegen den SV Meppen. Die Partie wird wegen der pandemischen Lage wie zuletzt auch ohne Zuschauer stattfinden. Herzlich willkommen auch unserem Trainer Thomas Hossmann sowie Mittelfeldspieler Tore Jakobsen. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zum überraschenden Tod von Erwin Buga, den der ganze komplette Verein, der 1. FC Magdeburg, mit Bestürzen wahrgenommen hat. Und ja, mit Bedauern und Bestürzung haben wir ihn zur Kenntnis genommen. Entsprechend dieser Meldung haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mit Trauerflor auflaufen werden zu meinem Spiel gegen den SV Meppen und zuvor eine Gedenkminute auch veranstalten werden. Erwin Buga war über lange Jahre sehr aktiv, unter anderem natürlich auch für den 1. FC Magdeburg, und ihm wollen wir dann natürlich gedenken. Zum sportlichen Teil, die erste Frage gilt dem Trainer obligatorisch. Trainer, das 1:0 in Zwickau war ein wichtiger Befreiungsschlag. Welche Erkenntnisse hast du mit deinem Trainerteam aus den zurückliegenden englischen Woche gezogen? Ja, erstmal von mir auch ein herzlich willkommen den Medienvertreter. Ja, was haben wir für Erkenntnisse gezogen? Also ich denke mal, wenn man die Woche Revue passieren lässt, haben wir in allen 3 Spielen ordentlich abgeliefert. Wir waren sehr stabil. Wir haben in Ingolstadt trotz der roten Karte sehr, sehr lange das 0-0 gehalten, und die Jungs haben ihren Matchplan verfolgt, so ähnlich auch gegen Hansa Rostock. Und ich denke mal, das Wichtigste war eben in Zwickau nochmal das Ergebnis zu bringen, weil, denke ich, fußballerisch, was wir offensiv und defensiv geleistet hat in beiden Spielen davor, war sehr, sehr ansprechend, aber die Ergebnisse waren nicht da. Und egal, was viele berichtet haben, sie sind nochmal an die Grenzen gegangen, die Jungs, haben mit dem Sonntagsschuss von Andi Müller dann sich auch belohnt. Und was gerade defensiv auch die Jungs geleistet haben, wenig zugelassen in Zwickau. Und ich denke schon, dass jetzt so ein gewisser, so eine gewisse Konstanz, gewisse Stabilität in unserem Spiel ist, dass man eben auch einen Stamm gefunden hat, der durchgängig gespielt hat in 3 Spielen. Und ich glaube schon, dass wir mit dieser Woche sehr zufrieden sind. Es muss natürlich jetzt so weitergehen. Ein gewisses Selbstverständnis sollte da sein, auch ein Selbstgefühl und Selbstvertrauen. Das hat man auch wieder die Woche gespürt im Training, dass gute Stimmung war, dass die Jungs hochkonzentriert waren und alles dafür tun wollen, dass wir dort weitermachen wie gegen Zwickau jetzt am Freitagabend 19 Uhr gegen den SV Meppen. Die vergangenen Wochen haben ja insgesamt viel Kraft gekostet. Es gab auch immer wieder einige angeschlagene Spieler. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, in dem Spiel haben wir ja schon zeitig auswechseln müssen mit Lukas Liskovic. Der wird uns länger ausfallen mit seiner muskulären Verletzung. Sisium Conte hat im Training wieder teilgenommen. Ich denke schon, das ist eine Option für Freitagabend. Ja, müssen wir schauen, morgen nochmal das Training. Aber ich denke mal, das sieht gut aus. Nico May hat sich leider verletzt am Sprunggelenk. Benneris, der junge Mann, der wird eine Weile ausfallen. Und Flori Kahrt hat immer noch Sorgen funktionell. Da müssen wir schauen, wie es dort weitergeht. Ja, und alles andere ist an Deck. Und sind wir froh, dass gerade die Personalie Sissi Conte da eine mögliche Option ist, weil wir gerade auch sein Tempo und seine tiefen Läufe brauchen. Und die von den Jungs, was ich genannt hatte, Flori Kahrt und Sliskovic, die jetzt so ein bisschen wackeln, eben halt nicht zur Verfügung stehen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Dennis Uhlemann von der Volksstimme.
Vielleicht ein paar Worte zum kommenden Gegner. Die stehen ganz unten, aber wie aussagekräftig ist das? Ich meine, die waren 3 Wochen in Quarantäne, die Meppener, haben jetzt am Montag 2-0 gewonnen gegen Ingolstadt. Was erwartet euch da? Ja, schon das Ergebnis gegen den FC Ingolstadt sagt ja alles aus. Wir haben eine schwierige Phase durchlebt mit dieser Quarantäne. Wir hatten, glaube ich, das letzte Spiel gegen Dynamo Dresden am 31.10. und dann waren sie ja 3 Wochen nicht von der Partie. Und ich glaube, das ist so ein jetzt erst recht. Ne? Die haben in Wien-Wiesbaden ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, stehen defensiv ordentlich, ne? Im Mittelfeldpressing. Jeder füreinander da und gegen Ingolstadt haben sie sich belohnt, haben die Fehler von Ingolstadt eiskalt ausgenutzt in der Defensive und haben dann super verteidigt als Team und das wird uns auch widerfahren. Sie werden hier sicherlich kein Hurra-Fußball spielen, aber was sie machen werden, sie werden als Team funktionieren, sie werden kompakt stehen, sie werden die Räume eng machen, sie werden auf Fehler von uns warten. Und für uns ist halt wichtig, wir werden sicherlich mehr Ballbesitz haben, eine gute Positionierung, haben wir die Woche nochmal angesprochen, eine gute Positionierung im Ballbesitz, weil sicher Fehler passieren und im Gegenpressing und bei Ballverlust sofort wieder auch, den Ball zu gewinnen. Und wer irgendwo daran denkt, sie zu unterschätzen, ist fehl am Platz. Also wir als 1. FC Magdeburg sollten wissen, was das für eine schwere Aufgabe wird. Wenn wir das Spiel gewinnen, was wir wollen, halten wir Anschluss ans Mittelfeld. Das ist unser Ziel. Aber mit klarem Kopf und einer klaren Ausrichtung. Und so wollen wir das Spiel angehen. Und ich denke mal, wenn man die Jungs die Woche gesehen hat, werden wir da auch so in das Spiel gehen und werden das auch so umsetzen. Habt ihr weitere Fragen? Rudi Bartels von Magdeburg Kompakt. Herr Hossmann, anknüpfend an Ihre Antwort, ist es ein 6-Punkte-Spiel? Es gibt 3 Punkte und wenn wir 3 Punkte haben, können Sie sich die Tabelle angucken und dann haben wir 15 und dann denke ich mal, haben wir aus dieser englischen Woche, wo wir 4 geholt haben, die richtigen Schlüsse gezogen und ich zitiere jetzt einen Spieler unter der Woche, dann vergolden wir das, die englische Woche. Das ist nicht aus meinem Mund gekommen. Und wir wollen einfach diese 3 Punkte hier belassen, um einfach dort Anschluss zu gewinnen und einfach unsere Entwicklung auch fortzusetzen. Ja, Wolfram Engel vom MDR. Frage an Tore. Der Trainer hat vorhin davon gesprochen, dass ihr jetzt so eine Phase habt, wo die Stabilität in die Mannschaft reingekommen ist. Wie empfindest du das als Spieler und wie siehst du deine Aufgabe in der Mannschaft? Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Gerade in den letzten Spielen fand ich, dass wir auch defensiv kompakter und ordentlicher standen. Hat sich auf dem Platz auf jeden Fall besser angefühlt als in den ersten Spielen. Aber dazu hatten wir natürlich auch mehr Ballbesitzphasen, die uns natürlich auch gut getan haben, dass wir auch mal mit dem Ball ein bisschen durchschnaufen können, den Gegner ein bisschen laufen lassen können. Und das hat es für uns alle ein bisschen einfacher gemacht, ins Spiel reinzufinden, dass wir ja auch mal ein paar mehrere Ballaktionen haben. Und meine Rolle in der Mannschaft, im Moment spiele ich ja quasi vor der Abwehr als einziger Spieler. Ja, ich bin sozusagen gerade das Bindeglied zwischen der hinteren und vorderen Kette. Ich probiere offensiv, die Bälle einfach nach vorne zu verschleppen, nach vorne zu verlagern oder auch seitlich zu verlagern. Und defensiv natürlich auch immer eine gute Restraumverteidigung herzustellen, dass wir nicht anfällig sind gegen Konter und da halt auch immer gut stehen. Andreas Mann für die Bild-Zeitung. Ja, Tore, auch eine Frage an dich. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, zumindest mal für mindestens eine Nacht, dann definitiv auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu übernachten. Ist das nochmal ein Schuss extra Motivation, dass man da jetzt wirklich auch mal morgens aufwacht und auf die Tabelle schauen kann und sieht, auch überm Strich? Ja, schon. Aber darüber habe ich mir jetzt echt ehrlich gesagt nicht so Gedanken gemacht, sondern ich will einfach jedes Spiel im Moment gewinnen. Das war auch schon vorher der Fall und deswegen wollen wir einfach morgen erstmal die 3 Punkte holen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Du hast ja unter Thorsten Frings auch schon gearbeitet in Bremen, damals war er Co-Trainer.
Was hat er für dich für einen Eindruck hinterlassen? Was verbindest du mit dem Meppner Trainer? Also neben dem Platz muss ich sagen, eigentlich ein ganz lockerer, netter Typ. Aber dann auf dem Platz geht es auch schon zur Sache. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er seine Spieler anheizen wird und das ist, da weiß ich schon, wie das geht. Okay, dann noch eine Frage an den Trainer. Sie haben es geschafft, was Magdeburg noch nicht geschafft hat, nämlich Meppen zu Hause zu bezwingen. Und sogar dann dementsprechend auch mit einem Tor, das ist dem FCM noch nie gelungen in den Heimspielen. Sie haben es geschafft damals mit Cottbus im September 1997. Genau. Lange her wieder, oder? Ja, Stefan Brasers einen eingeschenkt. Beim Rückspiel sogar getroffen, glaube ich. Aber dann leider verloren, 1-3. Mhm. Aber egal, Sie haben es auf jeden Fall geschafft, Meppen zu Hause zu schlagen mit einem Tor. Das gelang dem FCM bislang noch nicht. Warum klappt das morgen Abend? Ja, weil wir unsere Entwicklung einfach weiterführen wollen. Also weil die Mannschaft sehr stabil rüberkommt gerade, auch Selbstvertrauen getankt hat die letzten Wochen. Weil jeder genau weiß, was defensiv und offensiv zu tun ist. Und weil wir den Gegner nicht unterschätzen. Ne? Das wäre fahrlässig in unserer Situation, weil es sehr schwierig war, jetzt so den Anschluss zu finden, ne, mit den 12 Punkten. Das haben wir geschafft und wollen den nächsten Step jetzt machen. Und ich glaube, dass die Jungs so fokussiert sind, so heiß sind, dass sie das Spiel ordentlich annehmen. Ne, über Zweikämpfe, über eine gute Struktur mit dem Ball, habe ich gesagt. Und dass Fehler passieren, aber dann sind wir in der Lage, auch eben diese Fehler zu bereinigen. Und das wollen wir tun und wir wollen einfach, wie ich es gesagt habe, den nächsten Step machen. Und der nächste Step ist, 21 Uhr über den Strich zu stehen. Habt ihr weitere Fragen? Ja. Ja, noch eine Frage zur Personalie Sliskovic. Können Sie da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie Sie so einen ja auch irgendwo kreativen Spieler, wie Sie das auffangen wollen? Ja, wir haben ja Möglichkeiten, das Spiel zu ändern. Ja, wir haben Sören Bertram, wir haben unsere Jungs, Andi Müller, Malachowski, Tore Jakobsen ist kreativ. Und sicherlich fehlt der Junge uns, ne, da habe ich ja gesagt, mehrere Wochen. Und trotzdem haben wir eine Idee, wie wir mit Meppen spielen wollen. Die Bartlett nochmal. Herr Hossmann, seit gestern ist ja nun unmittelbar klar, dass bis zum 10. Januar gar nichts geht mit Publikum. Darüber hinaus so die Befürchtung auch wenig. Macht das irgendwas mit Ihrer Mannschaft oder beeindruckt Sie das in irgendeiner Weise oder sagen die, wir können es sowieso nicht beeinflussen, es bleibt alles beim Alten? Ist so. Ich habe es, glaube ich, gegen Hansa Rostock schon gesagt in dem Spiel, dass es schade ist, dass wir nicht vor Fans spielen können. Diese Unterstützung gerade zu Hause, die ist sicherlich schon auch wichtig für unseren Verein, weil gerade hier ist immer Rabatz, hier ist immer Theater, hier ist immer 90 Minuten Vollgasveranstaltung von den Rängen. Das fehlt uns sicherlich schon. Und trotzdem sind ja alle in der Situation, alle Mannschaften. Und ich denke mal, wir kommen damit klar oder müssen damit klarkommen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz. Trainer und Spieler stehen anschließend noch für abgesetzte Töne zur Verfügung. Bleibt gesund und bis morgen dann Heimspiel gegen Meppen.